Es ist 18 Uhr und zum letzten Mal in diesem Jahr 2018 heißt es herzlich willkommen bei Ron. Wir gehen ab wie eine Silvesterrakete. Das sind gerade die Themen für heute. Ist unser erstes Thema, also starten wir direkt durch Silvester. Vielleicht haben Sie ja heute auch schon eingekauft, haben die ein oder andere Rakete, Böller oder was auch immer gekauft. Wir sprechen darüber, was es eben zu berücksichtigen gilt und zu beherzigen, wenn Sie dann am 31. losknallen wollen. Sportlich werden wir mit dem Sparkassencup. Der findet dann gleich zu Beginn des Jahres in Ketsch statt. Wie das Quali-Turnier läuft, das verraten wir Ihnen und wir zeigen Ihnen auch den zweiten Teil unseres Jahresrückblicks. Das und mehr jetzt bei Ron. Ja, viele Supermärkte kommen jetzt wieder richtig bunt daher. Kracher und Böller in allen möglichen Varianten, Raketen dann auch noch dabei. Aber dabei gehen die Meinungen auch ordentlich auseinander. Mittlerweile gibt es in der Metropolregion auch schon böllerfreie Städte. Funde Eiern und Andreas Notz über diese feuerwerksfreien Zonen. Nein, Sie haben Silvester nicht verschlafen. Aber genießen Sie doch nochmal die schönen Bilder aus dem vergangenen Jahreswechsel. Denn nicht überall darf so hemmungslos geknallt werden. Also wir wollen, dass Feuerwerkskörper insbesondere in der Altstadt, insbesondere vor denkmalgeschützten Gebäuden, aber auch vor Kirchen oder alten Pflegeheimen nicht gezündet werden. Brände in der Altstadt sind generell sehr heikel, deswegen wollen wir da jegliche Gefahr ausschließen, dass es dazu kommen kann. Ganz ohne Knall. Das kommt auch bei den Ladenburgern gut an. Aufgrund von Brandschutz finde ich das genau richtig. Finde ich eigentlich in Ordnung, ja, weil ich glaube, wir Deutschen schießen da jedes Jahr eine Menge Geld in die Luft. Ich finde es traurig, dass man das nicht, dass sie das auch das verbieten wollen. Es gibt genug andere Möglichkeiten hier zu böllern. Übrigens, damit ist Ladenburg nicht alleine. In Speyer wird der Weihnachts- und Neujahrsmarkt in der Silvesternacht abgesperrt. Und auch in der Mosbacher Altstadt herrscht raketenfreie Zone zum Schutz der alten Gebäude. Wäre auch eine Idee für Weinheim, nicht nur wegen des Fachwerks. Silvesterfeuerwerk ein bisschen übertreiben, das heißt, sie schmeißen tatsächlich Böller in Briefkästen oder auch Raketen wurden schon in Foyer-Vorräume von größeren Gebäuden reingeschossen, wo dann dementsprechend eine starke Rauchentwicklung war. Wir hatten auch schon bei uns auf dem Marktplatz eine Rauchbombe, die gezündet worden ist, wo dann, sage ich mal, nicht nur eine Panik, eine Leiste ausgebrochen ist, sondern auch die Brandmeldeanlagen der umliegenden Gebäude dann ausgelöst hatten. Panik bricht jedes Jahr auch bei denen hier aus. Für unsere tierischen Begleiter bedeutet die Böllerei Stress pur. Die lauten Geräusche können sie einfach nicht verorten. Geböllert wird trotzdem. Die Branche schätzt die Einnahmen mit Raketen und Co. auf 137 Millionen Euro in diesem Jahr. Hat ja auch was, dieser Anblick. Vor allem außerhalb der Stadt und mit Rücksicht. Ja, mit Rücksicht und natürlich auch mit Sicherheit. Darauf kommt es dann an, wenn Sie böllern. Deshalb ist Florian Guckel bei uns. Er ist Pyrotechniker, kennt sich also bestens aus, damit, wenn es knallt, damit wir auf der sicheren Seite sind. Worauf müssen wir denn als Verbraucher achten? Ja, einen schönen guten Abend. Es ist ganz wichtig, dass wir auf die CE-Kennzeichnung der Artikel achten. Früher war das ein BAM-Prüfsiegel. Jetzt ist es das CE-Prüfsiegel. Das ist zu erkennen auf den Artikeln. Ebenso eine deutsche Gebrauchsanweisung lässt den Verbraucher dann sicher sein, dass es sich um ein geprüftes und zugelassenes Feuerwerk handelt. Das sehen wir hier auch sehr gut. Jetzt haben wir hier unterschiedlichste Sachen da. Es kommt der Bund daher, Raketen, Böller, ja, Tischfeuerwerk in Anführungszeichen. Das ist nicht unbedingt wirklich für Tische geeignet. Die Kleinsten wollen natürlich auch gerne mit Böllern, Krachen. Was ist denn für Kinder geeignet? Genau, es gibt das Jugendfeuerwerk der Kategorie 1, nennt sich das. Das ist frei ab 12 Jahren. Vielleicht auch, wenn die Erwachsenen dabei sind, schon ein bisschen darunter. Aber prinzipiell ab 12 Jahren für Kinder geeignet. Und ich empfehle trotzdem unter Aufsicht der Erwachsenen. Jetzt, klar, kann man Unmengen dafür ausgeben, möchte vielleicht auch ein bisschen sparen. Ist denn teuer auch gleich gut und günstig gleich schlecht?
Das kann man so nicht sagen. Also man kann auch günstiges Feuerwerk in den Discountern zum Beispiel bekommen. Auch da bekommt man gutes Feuerwerk. Allerdings geht der Trend immer ein bisschen mehr dahin nach Qualitätsansprüchen auch. Also die Verbraucher wollen etwas Schönes haben, was Buntes. Und der Trend geht eher so vom Knall weg zum bunten optischen Feuerwerk. Also dann eher auch solche Batterien, sind die an sich im Grunde genommen auch sicherer, weil man alles kompakt hat und auch schon fest verbaut? Richtig, das ist sicherer. Die Batterien sind sicherer, weil es kommt im Prinzip nicht wie bei der Rakete ein Stab dann heruntergefallen, sondern die schießen immer senkrecht. Man braucht auch keine Flasche, um irgendwas abzuschießen. Man stellt die Batterie hin, zündet einmal an und hat dann sein Feuerwerk. Ja, eine Flasche, die dann auch umfallen kann beispielsweise. Was ist denn, wenn sowas passiert? Na, dann hat man sich jetzt schon hier dieses teure Feuerwerk gekauft und zack, ist eine Rakete gebrochen, also der Stab. Was mache ich damit? Die sollte man auf keinen Fall noch mal verwenden oder überhaupt verwenden. Ja, also entweder bringt man sie zu dem Händler zurück, wo man sie gekauft hat, oder man gibt sie in einen Eimer mit Wasser, lässt sie dort über Nacht stehen und entsorgt sie dann ganz normal. Okay, dann kann man sie also wunderbar entsorgen. Was sind denn die größten Risiken aus Ihren Augen als Experte tatsächlich auch beim Ballern? Die größten Risiken, die ich sehe, sind einfach, wenn die Gebrauchsanweisung der Artikel nicht beachtet wird und wenn einfach gesunder Menschenverstand fehlt. Dann kommt meistens noch Alkohol mit ins Spiel und dann entstehen die Unfälle. Also ich empfehle immer, die Gebrauchsanweisung zu beachten und einfach auch einen gesunden Menschenverstand beim Verwenden von Feuerwerk an den Tag zu legen. Dann ist es in der Regel sicher. Dann sollte nichts schiefgehen. Florian Guckel, herzlichen Dank für Rat und Tat. Und sollte doch etwas schiefgehen, dann haben wir auch schon mal ein paar wichtige Hinweise für Sie. Gehen Sie auf unsere Facebook-Seite, da finden Sie alles zusammengetragen. Und ja, was wir auch tun können, wenn doch etwas passiert. Böller sind generell vom Umtausch ausgeschlossen, gar keine Frage. Einmal gezündet, zack, weg sind sie. Aber das ist momentan eben auch bei uns gerade die Umtauschzeit nach Weihnachten. Viele Geschenke gab es und vielleicht das eine oder andere passt nicht so richtig. Entsprechend ist in den Geschäften der Metropolregion richtig viel los. Viele geben Dinge zurück, die nicht gefallen oder nicht funktionieren. Und tatsächlich sind es ca. 5% aller Geschenke, also im Schnitt jedes 20. Daher brummt es auch nach den Feiertagen weiterhin im Einzelhandel. Aber ein gesetzliches Umtauschrecht gibt es nicht. Der Umtausch fehlerfreier Ware hängt von der Kulanz der Händler ab. Und wir haben uns mal umgehört, wie das momentan bei Ihnen eigentlich aussieht. Geschenkt bekommen habe ich es von meiner besseren Hälfte. Es ist ein Mantel, der letztendlich einfach in der falschen Größe ankam. Ja, dementsprechend geht man den heute zurück. Sie war auch nicht traurig deswegen und ja. Ich darf mir jetzt einen neuen aussuchen, was ja auch nicht so verkehrt ist. Ja. Die Geschenke sind so ausgesucht, dass die meistens passen. Die wissen vorher schon Bescheid, was ich möchte. Was haben Sie denn zu Weihnachten bekommen und wollen Sie das umtauschen? Fast nichts, darum muss ich auch nichts umtauschen. Wir schenken uns eigentlich nichts zu Weihnachten. Also ich habe etliche Bücher bekommen und habe mich auch gefreut. Die Wahrheit habe ich nicht gesagt, dass ich das nicht gebrauchen kann, das Buch. Und das werde ich dann auch umtauschen. Ich habe noch nie was umgetauscht. Okay. Es hat immer gepasst. Und welche Möglichkeiten Sie haben, wenn mal was nicht passt, das hat Andreas Notz für Sie. Ja, wenn an Weihnachten lange Gesichter herrschen, weil das Geschenk nicht passt, wird oft am nächsten Tag und dann in den darauffolgenden Tagen umgetauscht. Herr Rubel vom Handelsverband Nordbaden, habe ich denn überhaupt ein Recht darauf? Grundsätzlich, wenn das Produkt nicht kaputt ist, eigentlich nicht. Aber die Händler werden natürlich kulanterweise versuchen, ihre Umtauschwünsche zu respektieren und auch zu erfüllen. Manchmal darf ich mir was anderes aussuchen im Laden. Es gibt einen Gutschein oder Geld zurück. Wer entscheidet das und wovon hängt das ab? Da es ein Kulanzfall ist, entscheidet das jeweils der Händler selbst. Er kann die Regeln letztendlich festsetzen, ob er das Produkt überhaupt zurücknimmt, ob er es zurücknimmt gegen Erstattung des Kaufpreises, also in Bargeld, oder er möglicherweise sagt, nee, ich gebe Ihnen einen Gutschein, den Sie dann bei mir wieder einlösen können. Was kann man denn sagen zwischen den Jahren, was wird da am meisten umgetauscht, was wollen die Leute nicht mehr haben? Also häufig sind es tatsächlich dann Kleidung, Textilien, die möglicherweise nicht passen, wo die Farbe nicht gefällt oder das Material nicht gefällt. Das sind sicherlich die häufigsten Umtauschgründe. Bei den Spielwaren ist das eher nicht so der Fall, kommt das eher selten vor. Also ich glaube schon, dass im Bereich der Textilien am häufigsten umgetauscht wird. Wenn ich dann umtauschen will, was muss ich mitnehmen? Was ist wichtig für den Umtausch?
bei Kulanzumtausch ist es schon wichtig, dass man das Produkt möglichst so zurückbringt, wie man es gekauft hat. Insbesondere wenn es dann beispielsweise mit einer Verkaufsverpackung daherkommt, dann sollte man das möglichst dabei haben. Natürlich auch den Kassenbon, um dem Händler zu zeigen, ja okay, es ist auch tatsächlich so, dass du bei mir eingekauft hast. Wenn man mal den Kassenbon nicht mehr haben sollte, dann möglicherweise ein Kontoauszug, in dem dann möglicherweise belegt ist, dass ich das Produkt bei dem Händler gekauft habe. Das sollte helfen. Jetzt kann ich online alles binnen 14 Tagen umtauschen. Inwieweit stellt das die ansässigen Händler vor Druck? Ja, natürlich. Kommen immer wieder Kunden rein, die sich dann wundern, dass sie nicht ohne weiteres möglicherweise Produkte umgetauscht bekommen. Da muss man dann schon sagen wir, das ist der Unterschied zum Internet. Aber die Händler versuchen dann in der Regel schon, die Wünsche des Kunden letzten Endes zu respektieren und zu erfüllen. Aber klar ist auch, dass durch diesen Wettbewerb der Handel natürlich auch ein Stück weit unter Druck gerät, weil die Kunden dann sehr, sehr schnell sagen, naja, wenn ich das bei Ihnen nicht zurückgeben kann, dann komme ich in Zukunft halt nicht mehr zu Ihnen, sondern kaufe nur noch im Internet. Und das wollen wir ja auch nicht. Wir machen gleich auch noch weiter mit dem zweiten Rückblick des Jahres 2018 aus Ronsicht. Vorher aber noch weitere Meldungen. Blicken kurz nach Speyer, das Diakonissen-Stiftungskrankenhaus. Da gab es heute Morgen einen Brand. 6 Menschen haben Atemwegsreizungen erlitten. Laut Feuerwehr hat eine Matratze Feuer gefangen. Dabei entstand ein Schaden von 50.000 Euro. Warum die Matratze Feuer fing, das ist bisher noch nicht bekannt. Weitere Nachrichten hat jetzt erstmal Tracy Wittig für Sie. Alte US-Kaserne wird Polizeistandort. In der Heidelberger Südstadt werden die Campbell Barracks zum Standort der Kriminal- und Verkehrspolizei. Rund 25 Millionen Euro investiert das Land Baden-Württemberg in die Sanierung von 3 Gebäuden. Ja, in Heidelberg befindet sich die Polizei in mehreren Gebäuden. Das sind über 5 Gebäude, über 5 Standorte. Das ist natürlich sehr unwirtschaftlich. Und mit den Campbell Barracks bietet sich jetzt die Möglichkeit, diese zusammenzufassen in einer optimalen Einheit in den Gebäuden für die Außenanlagen. Und da sind wir froh, dass wir das hinbekommen haben und dass wir das jetzt realisieren können. Ab 2019 soll es mit der Sanierung losgehen und in 2 Jahren bezugsfertig sein. Das alte Polizeigebäude am Römerkreis ist bereits 2015 vom Rhein-Neckar-Kreis aufgekauft worden. Pfälzer tippen häufig richtig. Insgesamt 11 Glückstipper aus Rheinland-Pfalz konnten sich in diesem Jahr über jeweils mehr als 1 Million Euro freuen. Bei 40 weiteren lag der Gewinn im 6-stelligen Bereich. Laut Lotto Rheinland-Pfalz habe es schon lange nicht mehr so viele Großgewinne gegeben. Allein im ersten Halbjahr konnten bereits landesweit 30 Gewinner von 100.000 Euro und mehr gezählt werden. Diese Bilanz hat es seit der Einführung von Lotto 6 aus 49 noch nicht gegeben. 2019 wird günstig. Kurz vor dem Jahreswechsel gibt es gute Nachrichten für Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs in Mannheim und Ludwigshafen. Bus- und Bahnfahren wird bis zu 30% billiger. Erwachsene sparen mit dem sogenannten Green City Ticket bei Einzel- und Mehrfahrtenkarten 80 Cent. Kinder zahlen 50 Cent weniger als zum Normalpreis. Grund dafür ist die Förderung durch den Bund im Rahmen des Modellstadtprojekts. Bis 2020 werden 5 Städte dabei unterstützt, mehr Menschen zum Umsteigen auf Bus und Bahn zu motivieren. Die Erkenntnisse sollen dann bundesweit übertragen werden. Das Jahr 2019, das wirft jetzt schon seinen Sportschatten voraus. Am 4. und 5. Januar findet nämlich das Hallenfußballturnier der Sparkassencup in Ketsch statt. Mit dabei Hochkaräter des SV Sandhausen und Waldhof Mannheim beispielsweise. Aktuell läuft das Qualifikationsturnier in Bammental. Und wer sich da durchgesetzt hat, das zeigen Ihnen Philipp Köhl und Marcel Schreiner. Einen ausspielen, ein kurzer Pass über die Bande und der Schuss ins Glück. Der Budenzauber in Bammental lieferte auch in diesem Jahr so manchen Höhepunkt. In der Halle ist halt kleiner, enger. Ich als Straßenfußballer damals war jeden Tag dort. Halle ist halt voll mein Ding. Und das hat er bewiesen, indem er sein Team mit 5 Treffern in die Zwischenrunde geschossen hat. Da ist auch der VfB Leimen gelandet. Unter anderem mit einem Krimi-Sieg gegen Phoenix Mannheim. Eine sensationelle Parade in der Schlussminute machte es möglich. Also in der Halle geht es darum, dass sie Spaß haben. Natürlich verletzungsfrei bleiben, aber hauptsächlich geht es um Spaß. Die sollen befreit spielen, die sollen jetzt ohne großartige Vorgaben, die sollen sich diszipliniert verhalten und natürlich auch versuchen, ordentlich Fußball zu spielen. Ein Highlight ist der Hallenkick nach wie vor. Doch ganz so beliebt wie früher ist er nicht mehr. Man merkt mittlerweile, die meisten wollen gar nicht mehr in der Halle spielen, sind ziemlich ängstlich geworden, was Verletzungen so betrifft. Trotzdem hat der Leimner Trainer eine schlagfertige Truppe zusammenbekommen, die sich in die Zwischenrunde spielte, als einziges Team ohne Punktverlust. Souverän dann die nächste Runde und hoffentlich dann morgen genauso weiter wie heute.
Die Zielsetzung Leimens ist also klar. St. Ilgens Fellini musste sich vermutlich ebenfalls nicht lange bitten lassen, um am Turnier teilzunehmen. Er will alles tun, um sich mit seiner Badenia den Pokal zu sichern und damit auch das Ticket zum Sparkassencup gegen Sandhausen, Waldhof und Co. Ich habe ja selber dort gespielt damals mit Sandhausen, weil ich noch dort war. Stand auch schon im Finale, haben auch das gewonnen. Entscheidendes Tor gegen Waldhof gemacht. Ist schon eine geile Atmosphäre auf jeden Fall, wenn alle zuschauen, jubeln. Kann man nur weiterempfehlen. Also ich würde mich freuen, wenn ich nochmal dieses Jahr dabei bin mit St. Ilgen natürlich. Für dieses Ziel stehen allerdings noch einige Siege aus. Seit 17 Uhr läuft der Ball bereits wieder durch die Bammentaler Elsenshalle. Und rasanter Hallenfußball ist dort vorprogrammiert. Wie gesagt, 4. und 5. Januar ist dann das Turnier in Kitsch. Und in Sachen Sporttipps, da darf natürlich Budenzauber auch nicht fehlen. Zum letzten Mal in diesem Jahr also die Empfehlungen für das Wochenende. Und die hat Philipp Köhl für Sie. Der Sport auf RONDTV wird Ihnen präsentiert von den Autohäusern Wenck und Reindl. Wer kurz nach den Weihnachtsfesttagen noch ein bisschen an alten Traditionen festhalten möchte, ist bei unseren Sporttipps bestens aufgehoben. Denn neben dem traditionellen Budenzauber in Eppelheim und dem hochklassigen Kegelturnier in Gerolzheim wollen auch die Eishockeyspieler der Adler Mannheim für beste Unterhaltung sorgen. Los geht es in Eppelheim. Dort findet im Sportcenter am Samstag und Sonntag das mittlerweile 24. Martin-Schumacher-Gedächtnisturnier statt. Und auf was dürfen sich die Besucher des Traditionsturniers freuen? Attraktiver Fußball. Ja. Außenrum ist alles super organisiert von der Halle her. Und hoffe, dass wir einen guten Tag erwischen, dass die Zuschauer zufrieden sind. Also die Eppelheimer Zuschauer zumindest. Und nicht nur das. Auf den Sieger der 14 teilnehmenden Mannschaften wartet zudem ein besonderer Bonus. Denn dieser qualifiziert sich für den hochklassig besetzten Sparkassencup, der am 4. und 5. Januar in Kitsch stattfindet. Die Gruppenphase beginnt am Samstag um 17 Uhr. Am Sonntag werden die Finalspiele ausgetragen. Alle Jahre wieder findet auch der Carlsberg Cup des TuS Gerolzheim statt. Gleich über 4 Tage verteilt wird er von Donnerstag bis Sonntag zum 21. Mal ausgetragen. Dabei versuchen die 120 besten Kegler aus Baden, der Pfalz und Hessen den Titel zu holen. Das Besondere? Durch die technisch hochwertige Anlage werden die jeweils 200 Wurf für die Kegler zu einem außergewöhnlichen Erlebnis. Die Atmosphäre hier ist immer toll. Die ganzen Kegler freuen sich schon, dass ihr einmal im Jahr wieder hier seht. Und wie Sie schon gesagt haben, durch die neue Kegelbahntechnik ist es nochmal aufgewertet und die Ergebnisse werden umso höher sein dieses Jahr. Wer sich das nicht entgehen lassen möchte, sollte unbedingt vorbeischauen. Nichts zu verschenken haben am Sonntag dagegen die Eishockeyspieler der Adler Mannheim. Nach der blamablen 1:2 Heimniederlage am 2. Weihnachtsfeiertag gegen die Schwenninger Wild Wings ist der Tabellenführer auf Wiedergutmachung aus. Die Fishtown Penguins Bremerhaven werden es der Mannschaft von Pavel Gross aber alles andere als leicht machen und wollen kurz vor dem Jahreswechsel nochmal 3 Punkte aus der Quadratestadt mitnehmen. Wer sich noch ein Ticket für das Spiel gegen die Nordlichter sichern möchte, sollte sich beeilen. Es sind nur noch wenige verfügbar. Und hier nochmal zusammengefasst. Am Samstag und Sonntag wird zum 24. Mal das Martin-Schumacher-Gedächtnisturnier ausgetragen. Ebenfalls an beiden Wochenendtagen kämpfen ab jeweils 9 Uhr 120 Kegler um den Titel beim 21. Carlsberg Cup in Gerolzheim. Eher am Sonntag um 14 Uhr die Adler Mannheim die Fishtown Penguins aus Bremerhaven zum heißen Tanz in der SAP Arena bitten. Der Sport auf RONDTV wurde Ihnen präsentiert von den Autohäusern Renk und Weindl. Soweit also der Ausblick in die Zukunft und wir wollen gleich noch mal ein wenig zurückschauen. Der zweite Teil des Jahresrückblickes 2018, gleich hier bei RON. Willkommen zurück bei RON. 3 Tage sind es noch und dann ist 2018 auch schon Geschichte. Wir hatten gestern schon ein wenig zurückgeschaut. Diesen Jahresrückblick, den ersten Teil, finden Sie in unserer Mediathek auf www.rontv.de. Und den zweiten Teil, also von Juni bis Dezember, den wollen wir jetzt liefern. Und das haben Lukas Föhr und Caroline Unger zusammengefasst. Kandel, ein Ort, kommt nicht zur Ruhe. Ziemlich genau ein Jahr ist es her, dass der afghanische Flüchtling Abdul Deh hier seine 15-jährige Ex-Freundin Mia ermordet hat. Seit Monaten gibt es Demonstrationen. Zwischenzeitlich kommen bis zu 4.500 Demonstranten in den 9.000-Seelen-Ort. Wir sind extra aus Nordrhein-Westfalen gekommen. Und Kandel ist jetzt ein gutes Beispiel dafür,
dass sich immer mehr hier regt in Deutschland überhaupt und dass wir endlich mal eine Chance haben, hier den Mund aufzumachen. Im Juni beginnt in Landau der Prozess. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit, weil nicht klar ist, ob Abdul D. zum Tatzeitpunkt minderjährig war. Der Protest geht weiter. Erst 3 Monate später fällt das Urteil. 8 Jahre und 6 Monate Haft. Der Angeklagte hat das Urteil direkt angenommen. Das heißt, dass er auf Rechtsmittel verzichtet hat. Die Proteste reißen nicht ab. Erst gestern demonstrierte das rechte Frauenbündnis Kandel wieder. Ausgerechnet zum friedlichen Jahresgedenken an mir. Ein Gedenken der ganz anderen Art gab es am 1. August im Rundstudio. Denn seit genau einem Jahr gibt es unser RTL-Regionalfenster. Heute feiern wir Geburtstag, wir haben einjähriges. Und in diesem einen Jahr ging, so viel verraten wir, nicht immer alles glatt. Und was ich natürlich noch sagen wollte, ist vor allem, die Fans sind auch optimistisch. Also mein Freund, hast du eine Krankenversicherung? Ich glaube schon. Ich weiß nicht, ob ich noch ein bisschen mehr brauche. Oh Gott. Das ist so leckeres Lachseis. Peter, schau mal. Guck mal. Vorhin hat es noch lecker geschleckt, das kann ich Ihnen verraten, aber jetzt ist er abgelenkt. 2018 war aber auch das Jahr der starken Menschen. Im September treffen wir die Mannheimerin Kim Lomelius. Die 31-Jährige ist leidenschaftliche Reisebloggerin und sitzt im Rollstuhl. Deswegen muss man schauen, dass man bestimmte Voraussetzungen erfüllt, gerade was eine Unterkunft betrifft, ob die Zimmer groß genug sind, ob das Bad barrierefrei ist und all so eine Sachen. Aber im Prinzip kann man ja fast alles machen. Meist reist Kim, die an einer Muskelerkrankung leidet, gemeinsam mit ihrem Mann Lorenz und macht damit anderen Menschen mit Handicap Mut. Der Oktober beginnt mit einem Schock, als ein 86-Jähriger und seine Frau bei Edingen-Neckarhausen mit ihrem Fahrzeug auf die Fähre fahren, rollt das Auto samt Insassen ins Wasser hinab. Zeugen rufen sofort die Polizei. Polizeibeamten haben sogar noch versucht, zu dem Fahrzeug zu schwimmen und dort die Rettung durchzuführen, aber es war so schlichtweg nicht mehr möglich. Taucher der Feuerwehr suchen noch nach den Senioren, doch es ist zu spät. Die beiden sterben im Wrack. Themenwechsel. Im November geht für Ron-Promi-Expertin Romy Schiemann ein Traum in Erfüllung. Sie darf die Schweizer Musikikone DJ Bobo treffen, der auch nach Jahrzehnten auf der Bühne nicht müde wird, seine großen Hits zu spielen. Du kannst mal einen Song unplugged spielen, dann auf der nächsten Tour wieder im Original, dann spielst du ihn wieder rockiger. Also diese Freiheiten hat man ja als Künstler. Und dann freut man sich auch auf einen alten Song, weil dann ist es ja trotzdem ein bisschen was Neues. Ob er sein Handwerkszeug immer noch so drauf hat, können Sie übrigens am 24. Mai 2019 herausfinden. Dann spielt der Schweizer nämlich in der Mannheimer SAP Arena. Im Dezember beschäftigt auch die Menschen in der Ron-Region nach dem Anschlag auf den Straßburger Weihnachtsmarkt die Sicherheit an den Glühweinständen und Wurstbuden. Wie hier in Landau, nur wenige Kilometer von der französischen Grenze entfernt. Das ist im Kopf drin. Aber trotzdem darf man sich das Ganze nicht so nahe kommen lassen, sonst würde man nirgends hingehen. Ja, man hört es immer wieder in den Medien, aber man kann sich ja nicht einschließen und ständig nur zu Hause bleiben. Wir persönlich sind immer noch in Weihnachtsstimmung und es ist alles gut. Glücklicherweise ist die Weihnachtszeit friedlich in der Ron-Region, auch wegen der massiven Polizeipräsenz vor Ort. Hoffentlich bleibt das auch an Silvester so, damit wir alle unbeschwert ins neue Jahr 2019 rutschen können. Ja, eventuell auch mit der einen oder anderen Rakete. Und ob man freie Sicht darauf hat, zumindest einen Ausblick, können wir jetzt geben. Heute Nacht wird es richtig frostig und der Samstag startet dann auch mit viel Nebel. Dazu dichte Wolken und so bekommen wir die Sonne kaum zu Gesicht. Immerhin bleibt es für die meiste Zeit trocken. Die Temperaturen erreichen dabei verbreitet 3 bis 4 Grad im Rhein-Neckar-Gebiet, im Odenwald nur kühle 1 Grad. Der Sonntag sieht genauso aus wie der Samstag, grau in grau. Aber auch hier gibt es glücklicherweise keinen Regen und die Temperaturen werden milder. Es geht auf bis zu 8 Grad hoch. Am Silvestertag bleiben uns die dichten Wolken erhalten, es bleibt aber auch hier größtenteils trocken. Das neue Jahr startet dann etwas freundlicher, Regen ist auch erstmal nicht in Sicht. Kommen Sie gut und gesund ins neue Jahr.
Das ist doch eigentlich so ein Wetterbericht, den man unter das Stichwort Party abhaken kann. Also drinnen Party. Drinnen Party. Oder auch draußen. Kommt drauf an. Mit den Raketen besser draußen, glaube ich. Ja, richtig. Sonst hat die Feuerwehr viel zu tun und das wollen wir nicht. Ja, in dem Sinne wünschen wir einen guten Rutsch. Wir sind dann 2019 wieder da. Richtig. Was ist das dann? Mittwoch? Genau, Mittwoch, der 2. Januar. Oder? Ja, doch. Ich komme momentan so ein wenig mit all den Feiertagen. Vier Tage Pause und Mittwoch ist wieder soweit. Ja, richtig. Uns gibt es dann auch wieder und hoffentlich Sie auch. Ja? Also schalten Sie ein, 18 Uhr, dann hier bei Ron. Wir freuen uns. Guten Rutsch. Tschüss.